heiße Mike Aschenbach, bin 49 Jahre alt, bin vor 3 Jahren nach Suhl gezogen. Gelernt habe ich Betonarbeiter. Ich bin an dem BIBAP-Projekt beteiligt seit 1 Jahr. Arbeite in der Holzwerkstatt und auf dem Felsengartenweg. Also das sind ganz normale Vogelhäuschen, wo es hier unten reingestreut wird, die ich jetzt gemacht habe, genau wie die anderen da drüben. Und halt eben noch dann hier die Schnittbögen für Weihnachten, Sternen und Schlitten unten hier so kleine. Also das Insektenhaus, was wir hier gebaut haben, das steht jetzt im Altersheim für die älteren Leute. Auf die Idee sind wir erstmal gekommen zu zweit. Wir hatten das bloß in kleinem Format und da haben wir gedacht, wir tun das selber nochmal bauen, aber in groß. Und da haben wir uns dann halt eben in der Natur draußen die verschiedenen Materialien dazu geholt. Mein Name ist Armin Kerst. Ich bin als pädagogischer Mitarbeiter für die Integrationswerkstatt verantwortlich. Das Ziel ist es, Menschen eine neue Aufgabe zu geben, in ihrem Quartier tätig zu werden und für ihre Zukunft eine neue Beschäftigung zu finden. Herr Aschenbach hat es wirklich verdient, dass wir ihn unterstützen, eine ihm angemessene Arbeit zu finden. Alles, was wir hier machen, nutzt diesem Stadtteil, diesem Quartier hier. Das ist der Felsengartenweg, der Verbindungsweg, der Fußweg, der eigentlich die Stadt mit dem Wohngebiet oben verbindet. Hier am Felsengartenweg schneiden wir die Hecke, damit die Familien wieder durchkommen. Das ist sinnvolle Tätigkeit fürs Quartier. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, hier zu arbeiten. Freunde habe ich auch kennengelernt und haben auch noch immerhin Kontakt. Ich wünsche mir, dass ich durch dieses Projekt Arbeit finden werde. Das würde nicht nur mich freuen, sondern das wäre ein Riesenerfolg für unsere Maßnahme hier.